In diesem Video wird die Umsetzung des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung beispielhaft am Klausurspiel erklärt. Das Spiel wurde nach einer Idee von Frau Prof. Dr. Claudia de Witt auf der Grundlage der Ergebnisse von 5 schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Es ist für alle Fächer geeignet. Im Klausurspiel sollen Studierende und Dozierende Feedback zum aktuellen Leistungsstand der Lernenden geben und erhalten. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Stellen Sie zuerst den thematischen Bezug zwischen Vorlesung und Spiel her, indem Sie sich Klausuraufgaben zu verschiedenen Teilthemen der Vorlesung überlegen. Das Hörsaalspiel erfüllt die didaktischen Funktionen Motivation, Festigung und Kontrolle. Das Spiel kann deshalb variabel im zeitlichen Verlauf der Vorlesung eingesetzt werden. Das Klausurspiel ist dem Genre Wissensspiel zuzuordnen und wird in der Sozialform Gruppenspiel durchgeführt. Die Studierenden benötigen lediglich Zettel und Stift. Bereiten Sie mindestens je 2 Beispiele mit Aufgaben vor, wie sie auch in einer Klausur vorkommen können. Mit der Vergabe einzelner Rollen an die Studierenden schaffen Sie Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. Das Hörsaalspiel enthält die Elemente Wettbewerb und Bewegung. Leiten Sie nahtlos von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie eine Klausuraufgabe an das Whiteboard projizieren oder an der Tafel notieren. Alle Studierenden sollen nun die Bänke herunterklappen und in Kleingruppen die Aufgabe lösen. Sobald eine Gruppe das Ergebnis gefunden hat, steht sie auf und trägt die Antwort laut vor. Führen Sie eine zweite Proberunde mit einer neuen Klausuraufgabe durch. Bilden Sie 2 Großgruppen und fordern Sie die Studierenden auf, eine eigene Aufgabe oder Frage für eine Klausur zu notieren. Lassen Sie die Zettel einsammeln und an der Tafel eine Tabelle für den Punktestand notieren. In der Spielphase lesen Sie eine Klausurfrage der Studierenden vor und verfahren weiter wie in den Proberunden. Führen Sie mindestens 4 Spielrunden durch und lassen Sie für jede richtige Antwort einen Punkt in der Tabelle an der Tafel notieren. Teilen Sie bei Interesse an Feedback in der Nachspielphase den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel eine Aufgabe aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie nötige Änderungen vor und sichern Sie die Zettel der Studierenden mit digitalen Medien zur Fortsetzung des Spiels in einer der nächsten Vorlesungen. Überlegen Sie, ob Sie auch ein anderes Spiel einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.